Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part mit den sportvollen Siegen. Wir sind arg krisengebeutelt, haben jetzt gegen Rot-Weiß Aalen, gegen die Vorletzten 0-2 verloren, hatten nicht wirklich irgendeine Chance. Was mich dazu führt, dass wir dieses 5-4-1-System gleich wieder aufgeben. Hat den einfachen Grund. Kann ich euch auch einfach mal zeigen, ganz kurz. Möchte mich da jetzt gar nicht so lange dran aufhalten. Aber in der Innenverteidigung haben wir haben einfach nicht genügend gute Innenverteidiger. Punkt. Genau. Das heißt, wenn wir das so machen, Terzic nach innen ziehen, schön und gut, aber die Qualität der Innenverteidigung ist dann einfach nicht gut. Das sehen wir hier. Und ja, das funktioniert also nicht. Deswegen werde ich zu diesem 4-2-3-1 zurückkehren. Und dieses aber jetzt auch wirklich sehr defensiv angehen. Das heißt, wir gehen hier auf totale Defensive. Dass wir alle hinter den Ball kriegen. Machen hier auch den als zum Defensivstürmer. Auch wenn er das jetzt nicht so kann. Waschewski. Und je nach Spielsituation kann man den auf jeden Fall noch offensiver einstellen, aber ich denke hier, das Ziel dieser Strategie ist es, die Gegner zu frustrieren, indem man wenig Platz gewährt, das Tempo verschleppt, den Ball hält, auf Zeit spielt, den Ball lang spielt, bevor man ein Risiko eingeht. Man beabsichtigt nur, nicht zu verlieren. Genau, das ist genau das, was wir momentan wollen. Ballbesitz und Frustration des Gegners sind das Ziel. Alle Spieler werden hinter dem Ball gehalten. Und das mit dieser Taktik, denke ich, wird funktionieren. Das heißt, Pass in die Tiefe, stellen wir aus. Variabel, Position halten, diszipliniertes Spielen. Sehr tiefe Defensivlinie. Macht jetzt mal schauen, ob das gegen Wietenbrück Sinn macht, aber ich denke auch mit dieser Taktik lassen sich ja prinzipiell Tore schießen. Aber natürlich ist das nicht die erste Marschroute. So, das heißt, Terzic wird auf links spielen. Natürlich. Bayer, Bayer, Bayer. Wo ist er? Da ist er. Auf Innenverteidigerposition. Schmetz. Ja, das ist halt immer noch die Frage, wen lässt man hier spielen? In Form sind sie alle nicht. Probieren wir Hessel mal wieder aus. Er kann aber eigentlich eher noch Vorstopper, das will ich nicht. Metz in Verteidigung. So. Lange. Defensiver Außenverteidiger Terzic. In seiner besten Rolle. So, dann werden wir das nämlich aber so machen. Genau. Das hatte ich mir noch überlegt. Weil einfach von den Rollen her haben wir nur einen guten defensiven Mittelfeldspieler, das ist Henrich. Und Kamenichi ziehe ich vor, das heißt als zurückgezogener Spielmacher. Und der als vorgeschobener Spielmacher. Das Dreieck hier. Und dann die als defensive Flügelspieler. So.
Okay, das heißt auch im Training. Verteidigen. 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 Wir werden verteidigen. Gut. Also ich habe mich jetzt eigentlich schon fast von dem Ziel Klassenerhalt verabschiedet. Mein Ziel ist es jetzt, mein persönliches Ziel ist es jetzt eigentlich nur noch, nicht mehr jedes Spiel zu verlieren, noch ein paar Punkte zu machen und die Teamstimmung wieder ein bisschen raufzubekommen. Was ich vielleicht hätte auch ein bisschen eher machen sollen. Aber ich konzentriere mich jetzt voll auf die Defensive. Weil wir einfach auch die technische Qualität nicht haben, um irgendwie die Mannschaften auszuspielen oder sonstiges. Vielleicht machen wir mal mit Glück irgendwann wieder ein Tor. Aber auch mit offensiven Aufstellungen hat ja das mit dem Torerfolg nicht wirklich geklappt. Aber so ein Projekt werde ich mir wahrscheinlich nicht so schnell nochmal antun, zumindest jetzt nicht in einem Let's Play. Mit so einem schwachen Kader in dieser Liga. Was keine Ausrede sein soll, ich glaube, viele von euch hätten wahrscheinlich auch mit dem Kader mehr gemacht. Aber ich habe, glaube ich, einfach den Fokus viel zu lange falsch gelegt. Und als die Teamstimmung und die Moral schon so im Keller war, war es eigentlich schon zu spät, um noch irgendwas zu retten. So, dann ist es bald soweit. Der SC Wiedenbrück 2000 erwartet uns. Vergessen darf. Dass wir pro Spieltag eigentlich einen Punkt. Was ich nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass wir ja im Westfalenpokal noch vertreten sind. Nichtsdestotrotz. Okay, den können wir auf jeden Fall mal verfügbar machen. Aber wie Felix Friesen, der braucht Spielpraxis. Alt-Johann. Auch Kotschak gerne. Ja, die sind alle nicht fit. Wäre für unser nächstes Spiel geeignet. Standard. Ja.
Flexibel können wir gerne machen. Ja, aber Standard, wie gesagt. Vielleicht probieren wir das zwischendrin mal. Aber für den Moment belassen wir es auf totaler Defensive. Zumindest mal die 10-Punkte-Marke knacken. Das wäre doch mal ein Ziel. Und zur U19 holt dann 1-1. Die ist dann eigentlich ganz gut mit dabei. So, hier Danic, Fitness-Test. Ist noch nicht wieder voll fit. So, schauen wir mal, wie die spielen. Oh. Auch so mit einem 4-5-1. Interessant werden. Ich hier mal die ganzen Sachen erstmal rausmachen. Weit machen. So. Ach, Felix Friesen darf nicht. Nehmen wir Götz mit. Nehmen auf jeden Fall Terzic, 4 Sterne. Trainierter. Schon halt. Okay. Mit weniger Risiko spielen. Ball halten. Also enger stellen. Ne, wir bleiben ausgewogen, das passt schon. Schauen wir das. Vier deutsche U23-Spieler. Aha. Es könnte jetzt in der Tat ein bisschen eng werden. Der ist noch verletzt. Er darf nicht, er darf nicht. Ach, dann nehmen wir einfach einen Spieler raus.
Oh, wir spielen jetzt doch in einem 4-3-3. Das ist interessant. Ihn motiviert. Bestimmt. Und der Sturm. Gut, also zumindest ein paar positive Aspekte. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Mission. Punktgewinn. Auch wenn es nichts mehr bringt. Aber das ist jetzt einfach eher noch für meine persönliche Überzeugung. Vollkommen frei da rechts. Metzbayer, Himmelleers, Lange, Terzic. Da war Terzic nicht auf dem Posten mal wieder. Ah, da versuchen wir das Spiel ein bisschen breiter zu machen. In dem 4-4-3 spielen. Könnte man das Mittelfeld dadurch ein bisschen auseinanderziehen? Ui, ja, wir haben 60 Ballbesitz. Wollte dann hier die Spieler mal okay, wir haben immerhin eine Ecke. Ach, da ist auch noch einer. Milius auf Henrich. Ja, kann man mal so machen. Eckball für Wiedenbrück. Raus, rückt raus, rückt raus. Ah, Balleroberung. Aber in solchen Flankensituationen sind wir einfach nicht. Mehr Geister. Ja. Die Außen müssen wir besser decken. Das habe ich auch gerade so gesehen. Tackling. Er geht doch auf den Mann drauf. Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt mal komm. Genau, genau so. Und jetzt Waschewski, Waschewski. Was war das? Also. Ah, da fehlt halt einfach alles.
dachte jetzt eigentlich mal, der schießt sein erstes Tor. Und dann versucht er da irgendwie rüber zu spielen. Der ist relativ offensiv hier. Wir mit diesen drei Stürmern hier. Tja, also auch die totale Defensive klappt nicht. Das stimmt überhaupt. Da stimmt halt nichts. Jetzt kann man natürlich totale Defensive vergessen. Also es stimmt halt gar nichts mehr. Also, ach Leute, Leute. Was soll ich machen? Also das ist hier nicht einer der Top 3 der Liga. Echt einer der frustrierendsten Spielstände, die ich, glaube ich, jemals gespielt habe bei einem Manager. Kann ich ihn vielleicht nochmal als Knipser da vorne hinstellen? Problem ist halt wirklich diese Überzahlsituation, die sie hier erzeugen. Ball halten macht natürlich jetzt wenig Sinn gerade. Also es ist echt von vorn bis hinten eine Katastrophe. Vorne keine Torchancen, keine Torgefahr, keine Tore. Mittelfeld zu wenig Kreativität, zu wenig frühzeitiger Ballgewinn und in der Defensive halt haarsträubende Fehler. Fehlpässe, was?
Ein langer Ball um. Wiedenbrück wäre schon fast wieder durch gewesen. Teamansprache. Sagen wir es mal. Aggressiv. Aber das bringt wahrscheinlich auch bloß nicht. Peter Schmitz. Schauen wir mal, ob wir vielleicht doch noch mal irgendwie zurückkommen können. Obwohl ich das arg bezweifle. Weiter. Ich bin so froh, wenn diese Saison vorbei ist. Habt halt hier überhaupt. Vielleicht mal Himmelers. Marschewski. Mal mit einer Chance. Wir kriegen halt kein vertikales Spiel hin. Alles nach links und rechts und ja, Ballverlust. Ja, das ist so einfach. Das ist so einfach. Ballverlust. Überhaupt nicht klar mit diesen drei Spitzen da vorne. Das ist halt einfach schlecht. 3:0. Ergebe mich mal hier dem Schicksal. Ich habe kaum noch Motivation, hier weiterzumachen. Einfach nur frustrieren. Die anderen haben jetzt auch nicht so die Top, das Top-Selbstvertrauen, aber wir spielen uns hier einfach mal komplett an die Wand.
Sie hören auch nicht auf damit. Okay. Ich kann mir überlegen, ob es wirklich Sinn macht, diese Saison hier noch Ende zu machen, weil der Verein wird absteigen. Ich glaube, daran besteht kein Zweifel. Und unterhalb der Regionalliga wird er nicht simuliert, also könnte ich genauso gut eigentlich zurücktreten. Dann könnte man dieses unsägliche Spiel hier beenden. Andererseits möchte ich halt irgendwie mal zu Punkten kommen, auch mit dieser Mann. War schon erstaunlich, dass auch die Neuzugänge so überhaupt keine wirklichen Input gebracht haben. Ja, wir kriegen einen Schneider. Der Wahnsinn. Ja, hätte jetzt eigentlich noch gefehlt, das mit dem Verschießen. Das passt jetzt nicht so richtig ins Drehbuch. Ach komm, jetzt ist der Gott sei Dank raus. Ich würde so gerne wissen, wie das gelaufen wäre, wenn Kamil nicht in die Teamstimmung von der gezogen hätte. Nach der Winterpause. Wir haben ein Tor geschossen. Oh Mann. Wirkt desillusioniert, ja. Wie soll ich die Mannschaft jetzt noch aufrichten? Gut, wir machen direkt noch weiter in dem Part, dass wir die Saison hinter uns bringen. 14 Punkte Rückstand. Ja, wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Ach, entlasst mich bitte, ja.
Möchte eigentlich gar nichts kommentieren gerade. Was sagt denn der Vorstand? Immer noch stabil. Okay. Die haben sie nicht alle. Aber gut, ich werde jetzt dieses Dreieck. Ja, ich bin noch defensiver. Na, wir bleiben mal. Okay, also wie gesagt, wir machen gleich noch das nächste Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Damit wir so langsam aber sicher diese Saison mal ad acta legen können. Aber allein, dass der Vorstand mich ja noch nicht mal drüber nachdenkt, mich rauszuschmeißen nach der ganzen Serie, zeigt ja eigentlich, wie gering die Erwartungen waren. Neuer Niederlagenrekord. Wir können gerne mal Teambuilding machen, das wird noch nicht viel bringen. Teambesprechung. Ich habe ein Händchen. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Ach ja. Du. Okay, Trainerunterstützung. Like, Kateratmosphäre ist auf dem absoluten Tiefpunkt. Schwierig dagegen jetzt irgendwie anzugehen. Okay, einige haben sich zumindest ein bisschen erholt.
kurz, also der letzte Strohhalm ist noch, dass wir vielleicht im Westfalenpokal uns ein bisschen Form zurückholen können. Aber das Gute an der Situation, oder was heißt an der Situation, das Gute immer noch ist, dass jede Saison auch mal vorbei ist. Habe viel Erfahrung gesammelt und diese Erfahrung werde ich in dem neuen Safe, das ich dann bald starte, sehr gut gebrauchen können. Und ja, auch wenn ich gesagt habe, ich werde nicht aufgeben. Gesagt, der Abstieg ist durch. Ich glaube, das braucht man nicht zu beschönigen. Aber ich möchte zumindest versuchen. Ja, wie soll ich sagen? Die Situation zu verbessern. Kaderatmosphäre ist natürlich immens schlecht. So, dann machen wir noch schnell das Spiel gegen Düsseldorf und dann können wir nämlich den nächsten Part uns das Pokalspiel anschauen. Vielleicht gibt es ja dann da vielleicht mal ein kleines Erfolgserlebnis. Und Kamenichi ist unglücklich, aber nicht einge. Ja. Das heißt jetzt, meine Unterstützung für den Trainer ist wieder gesunken, natürlich. Unzufrieden mit der strengen Ansprache. Ja. Okay. Ah, ich habe keine Lust jetzt auf Interviews. Noch irgendein Versprechen offen sprechen kann. Christoph Lange, mehr Spielzeit in der ersten Mannschaft. Okay, mal also mal verteidigen. Dynamik flexibel. Ich spiele mit dem 4-4-2. Sollte man gut abdecken können hier. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. So. Schmetz mit einer 6,44. Jetzt mal wieder Hessel aus. Das heißt, in Form ist hier sowieso keiner.
Probiere jetzt mal nur eine neue Kombination hier. Ich gerne Himmeldeers. Flügelspieler. Tempo verschleppen, Ball halten, geduldig spielen. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Flankenziel. Ball. Der flankt aus der Tiefe. Den hätte ich gern von der Grundlinie. Einfach häufiger. Okay, dann probieren wir das auf ein neues. Raum ist es alarmierend ruhig. Ja, gegnerische Anweisungen. Wir dürfen natürlich hier eigentlich keinen Raum bekommen. Den müssen wir enger decken. Und dann sagen wir, sagen ruhig. Wir haben hier nichts zu verlieren. Ausgerechnet Kamenichi ist begeistert. Zumindest kann man nicht so ein bisschen motivieren, aber bin noch nicht viel. Und wir gehen weiter auf Abschiedstournee aus der Regionalliga. Und das Ziel sind die 10 Punkte. Vielleicht können wir zumindest dem einen oder anderen Verein noch ein. Ja, wirkt unsicher, klar. Brauchen einfach mal irgendwie einen Punkt, ein glücklicher Punkt. Das wäre alles, was ich momentan wünschen würde. Und dann jetzt vielleicht ein Sieg im Pokal. Und dann sieht die Sache vielleicht dann doch schon wieder anders aus.
Loben sie jetzt mal vielleicht. Ist sehr verunsichert, die Mannschaft. Also eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber zumindest kommt Fortuna jetzt bisher nicht wirklich zu irgendwelchen Chancen. Diese Fehlpässe, die sind halt absolut tödlich. Und Kuhn ist auf dem Posten. Sehr gut. Und natürlich auch diesen bescheidenen Rekord da vermeiden mit dem Niederlagenrekord. So, also 0:0. Sagen wir mal ruhig. Macht weiter so. Ein bisschen Selbstvertrauen wieder geben. Glücklich aus. Gut, also das war schon mal ganz gut. Verteidigen. Ich wage es mal auf Kontern zu stellen. Und Wolf auf Angreifen. Das ist ein ganz kleinen Ticken offensiver, muss ich sagen. Yannick Wolf ist nicht sehr zuverlässig. Der macht also kein gutes Spiel. Dann mal ausgerechnet Friesen nicht mit dabei. Ja, verdammt. Aber dann nehmen wir eben Lenz. Chevski verletzt. Okay, jetzt mal schauen. Kontert Düsseldorf. Okay. Alles gut, alles gut. Wir steuern bisher auf einen Punkt zu. Waschewski muss jetzt einfach durchhalten. Machen kein Risiko. 0:0 wäre natürlich wieder kein Tor, aber zumindest ein Punkt. Das in Kombination mit dem anstehenden Pokalspiel. So, das Verkehrteste. Aber noch haben wir den Punkt nicht. Noch haben wir ihn nicht.
Einfach mal haut den Ball in den 16er. So, noch 5 Minuten. Wird sich schwer weiter zu spielen, wenn man Lenz. Und wen können wir da jetzt noch bringen? Schmetz, Müller. Himmelers, der kann. Na, das kann er aber nicht. Aber machen wir es trotzdem so. Und Kuhn rettet hier. Noch eine Ecke. Geht doch jemand hin jetzt. Ach, schade. Düsseldorf versucht alles. Aber Hessel ist sehr erfreulich mit einer 7,0 bisher. Kommt, Jungs. Ihr holt euch den Punkt. Kotschak, jawohl. Macht ihn fest. Ah, spielt er. Ist er doch wieder in die Karten. Die Minuten Nachspielzeit. Müller. Ah. Ja, da fehlt einfach das Selbstvertrauen. Ich krieg jetzt die Krise, wenn ich jetzt noch ein Gegentor kassiere. Komm, pfeif ab. Oder Lenz schießt noch ein Tor. Himmelers, Müller. Ach, schade. Das wäre es jetzt gewesen. Ah, das dürfte ein Punkt sein, jawohl. Wir holen uns den Punkt und stemmen uns hier gegen Düsseldorf, zweite Mannschaft. Mit einer sehr, sehr guten Abwehrleistung. Und da muss ich jetzt wirklich mal sagen, prima gemacht, Jungs. Auch Marco Bayer. Sagen wir es mal ruhig. Ihre Leistung hat mich sehr erfreut. Ah, schien abzuschalten, okay.
Sessel, sage ich ruhig. Okay, ich lasse es einfach. Und wir nehmen den Punkt mit und steuern auf unser Minimalziel jetzt 10 Punkte zu. Haben jetzt 9 Zähler. Sechste Unentschieden. Kein Gegentor kassiert. Und Waschewski ist 5 bis 11 Tage verletzt. Okay, wir konnten nicht gewinnen. Sie müssen mit der Leistung von Alexander Hessel zufrieden sein. Das war ich auf jeden Fall. Wir finden, dass die Mannschaft viel besser hätte spielen müssen gegen Düsseldorf und wollen, dass sie... Jetzt merken die haben nicht hätte besser spielen müssen. Okay. Verstehe, okay. Ich verspreche, dass das Resultat im nächsten Spiel alles wieder gut macht. Gut. Also, wir stehen kurz vor der Entlassung. Es hätte meiner Meinung nach eigentlich schon viel früher passieren können, dürfen, müssen. Das war eigentlich noch eines der besseren Spiele. Die Kaderatmosphäre ist leicht gestiegen. Gut, okay. Also wir haben jetzt schon 2 Spiele in diesem Part gemacht, haben wir ein 0:0 geholt. Nach zuletzt 4 Niederlagen und haben jetzt das Spiel gegen Dortmund vor der Brust und dann gegen Aachen. Also es wird jetzt ganz interessant, weil wenn wir das jetzt besiegen, werden es 2 Spiele in Folge ohne Niederlage und dann geht vielleicht in Aachen was und dann schauen wir mal, wie sich das so darstellt. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und im nächsten Part dann das Pokalspiel gegen den ASC Dortmund. Und ja, mal schauen, ob ich das Ende der Saison noch hier im Verein überlebe oder ja, ob ich noch hier bleiben kann oder ob mir ja doch noch die vorzeitige Entlassung droht, was jetzt keine so große Überraschung wäre nach dem Verlauf. Aber wie gesagt, mal schauen, wie es jetzt im Pokal geht und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich sag ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.